Also, zum nächsten Thema. Es wird hier beschrieben, eine andere Prostituierte sagt aus, nach dem ersten Gast, wenn man den ersten Gast bedient hat, nachher sei man ein völlig anderer Mensch und natürlich ist das sehr negativ gemeint. Und jetzt kommst du, Thorsten, zum Zug. Also der Kameramann, der hat, ich wusste natürlich, dass der Valentine heute zu unserer Sendung kommt, aber der Kameramann hatte mich gestern erst informiert, du musst dann noch ein Buch lesen. Dann bin ich dann schnell hier hin und habe mir das gestern durchgelesen und dann kam genau diese Passage. Und da habe ich mir gedacht, jetzt gehst du runter. Also ich habe ja, irgendwo ein Zimmerchen und dann habe ich dann ein paar gefragt. Was Aktive gehört Prostituierte es im und, Club? ja, gehört zum Club und ehemalige Prostituierte. Ich sage, erstmal habe ich gefragt, könnt ihr euch an euren ersten Gast erkennen? Erinnern. Alle erinnern. Ja, alle haben gesagt, ja. Ich sage, und wie war es danach? Wart ihr traumatisiert? Wart ihr irgendwie anders? War das ganze Leben anders? Und alle haben durchweg gesagt, nein. Ganz klar. Du meinst nicht eine wesentliche psychische Veränderung. Richtig, weil im Buch wird um das geht's ja. Im Buch Das wird steht also vier, ja hier fünf so Mal, beschrieben. Genau, immer wieder nach dem ersten Gast war alles anders, alles war schlecht und sie fällt vielleicht im Loch rein oder kriegt einen psychischen Schaden. Ich komme hier vielleicht auf ein Beispiel gerade. Ich erwähnte eine Frau, die hier in der Schweiz 30 Jahre lang erfolgreich angeschäftet hat und eben ohne Druck und alles. Aber die hat mir auch geschildert, wie es das erste Mal war. Sie hat in einem anderen Kanton, in einem Massageladen, der wirklich Massage bot, gearbeitet und Kosmetik und so weiter. Und dann hat sie gesehen, manchmal kamen Gäste mit dem Morgenbademantel wieder aus der Massage raus und die Frau zählte dann Geld. Und dann hat sie den Chef gefragt, du, aber ich will auch so viel Geld verdienen. Da hat er gesagt, ja, weißt du, aber die machen dann mit dem Gast auch etwas Erotisches. Hat sie gesagt, will ich auch probieren. Dann hat sie es gemacht und als sie gesehen hat, wie gut das funktioniert, wie leicht sie da irgendwas verdienen kann und gut verdienen kann, hat sie einfach weitergemacht. Ja, bloß für 30 Jahre, aber in die letzten 5 Jahre nur als Domina. Da hat sie nichts mehr Intimes gemacht. Aber es ist nicht so. Natürlich ist es ein gewisser Einschnitt überhaupt. Ich hatte aber auch Frauen gesehen, die sagten, schau, ich habe ja, wenn ich in die Disco gegangen bin, dann habe ich eigentlich jedes Mal einen nachher gratis mit nach Hause genommen. Dann haben wir gebumst, geschleckt, was auch immer ist, gegenseitig und so weiter. Warum soll ich das gratis machen? Das ist eigentlich der Punkt. Eine Frau, die sehr zurückhaltend ist mit Sex, sagen wir eine Frau, die vorher im Kloster war und die würde nun zum ersten Mal Sex machen mit einem Freier, das ist wahrscheinlich ein großer Schritt. Es kommt darauf an, auch die Einstellung gegen der Frau dazu. Und ist das ein Riesenschritt, mit einem nicht näher Bekannten etwas zu machen? Oder hat man schon One-Night-Stands gehabt, so nach Belieben? Damit will ich keineswegs sagen, dass jede Frau freizügig ist, die in der Prostitution arbeitet. Im Gegenteil, ich habe erlebt, dass Frauen, die in der Prostitution arbeiten oder gearbeitet haben, zum Beispiel äußerst eifersüchtig sind beim Partner. Sehr, Also da wird dann das ist gar schon nicht so, ja. ein Herzchen auf dem Telefon, das entdeckt wird, gibt einen Riesenskandal. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich habe auch was erlebt. Zum Beispiel, da haben wir eben darüber diskutiert mit dem Kameramann noch, bevor die Kamera lief. Es gibt ja auch Damen, die sind zurückhaltender oder nicht so offen, ne, kommen nicht direkt auf den Mann zu. Jetzt kommt zum Beispiel eine neue Dame, egal wie alt sie ist, sie kann auch 25, 26, 30 Jahre alt sein, hat vielleicht privat nicht so viel Glück gehabt oder sah vielleicht nicht so aus, dass sie jeden Typen auf der Ecke abschleppen konnte. Messi Und dann geht sie dann ins Puff und nach 2, 3 Tagen, also die hat vorher nicht so viel Selbstvertrauen gehabt, sagen wir mal so. Und nach 2, 3 Tagen läuft die mit breiter Brust durch im Club. Die hat viel mehr Sex bekommen, ist dafür noch bezahlt worden und hat ein tolles Selbstvertrauen anschließend. Ist auch möglich. Es gibt auch die Grenzbereiche und die sind ja gerade ein Problem. Zum Beispiel, wir haben in der Schweiz eine Verbotsbestimmung. Zwischen 16 und 18 darfst du als Gast nicht mit einer Frau Prostitution, also bezahlten Sex haben.
Ist auch richtig. Du nimmst sicher keiner die Unterhaltung. Aber man darf einen Puff betreten mit 16, richtig? Ja, aber... Man darf nur keinen Sex haben. Sie darf Sex haben mit einem Freund, beliebig. Ja. Aber da gibt es hier folgenden Grenzbereich. Es gibt diese Sugar Daddy-Sachen. Ja. Und der Sugar Daddy kauft der Frau vielleicht eine Vuitton-Tasche oder ein Kleidchen bei einem Designerladen. Und die Frau findet das ganz toll. Dann geht sie mit ihm ins Bett. Ist das nun Prostitution oder nicht? Es ist eine ziemlich fließende Grenze, die wir da haben. Wobei, ich bin der Meinung, dieses Verbot, Sex zu kaufen bei einer Frau, die unter 18 ist, ist durchaus zu rechtfertigen. Denn die Frau soll reif sich entscheiden können, aber wirklich erwachsen sein. Und das ist sie nach schweizerischem Recht mit 18. Und ich finde, man könnte sogar darüber diskutieren, ob das Mindestalter nicht auch höher sein soll als 18. Es ist in manchen Ländern höher. Und übrigens, ich glaube, es gibt da spezielle Bestimmungen in Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es Schutzbestimmungen bis 21. Ich weiß aber den genauen Wortlaut nicht. Das kann ich bis zum nächsten Mal nachschauen. Das wird eben hier im Buch auch thematisiert. Das mit 30, Sie sagen, diese Grenze mit 30 wäre toll. Aber die Frage ist, ich habe da einen ganz anderen, wenn du jetzt wirklich sagst, also die Girls dürfen nur noch ab 30 Jahre in irgendeinem Puff oder im Studio arbeiten. Dann läuft das andere über illegal. Natürlich. Und dann läuft es auch wieder im falschen Kanal. Das läuft richtig, falsch. Dann geht es in die falsche Richtung. Wenn du sagen würdest jetzt, jetzt haben wir praktisch ab 18. Mhm. Das ab 16 ist nur für privaten Sex. Aber ab 18 geht das. Und wenn man da nun schreiben würde, ab 20 würde sich nicht wahnsinnig viel ändern, glaube ich. Aber vielleicht ab 5, 26 würde sich viel ändern. Da würde sich viel ändern, denn da hätten wir wahrscheinlich wieder einen ganz gehörigen Schwall von Frauen, die dann illegal arbeiten. Richtig. Und das ist immer das Problem, wenn eine Frau illegal arbeitet, ist sie auch immer Druck ausgesetzt. Genau. Also ich finde es eigentlich eine gute Idee, mal von der Idee her, weil ein Mensch mit 26 kann sicher besser abschätzen, auf was er sich einlässt. Erstens mal hat mehr Lebenserfahrung, eindeutig. Aber kann sie am besten abschätzen, wenn sie es schon 5 Jahre gemacht hat? Nein, ich bin der Meinung, dass eine Frau mit 26 der Prostitution besser gewachsen ist als eine 18- oder 20-Jährige. Ich finde es als Idee gut. Aber wie du jetzt eben dargelegt hast, dann die Frauen unter der Altersgrenze, das würde sich dann wieder im illegalen Bereich abspielen. Ja. Und ich bin auch sicher, und das die Freier wären auch bereit, dann viel mehr Geld zu bezahlen. Genau. Wobei, und dann wäre das illegale Paket komplett. Wobei das mit der Altersgrenze, es gibt ja die ganz strikte Altersgrenze von 16 bei uns, darunter ist Unzucht mit Kind und 16 bis 18 darf man einfach keinen Sex kaufen. Aber ich sage eigentlich immer, auch eine 25-jährige junge und etwas zierliche Frau, die kann sich so anziehen, dass sie aussieht wie ein Schulmädchen. Und dann sollte der Freier eigentlich zufrieden sein. Dann ist es schon etwas pervers, wenn der Freier unbedingt dann eine unter 18 will. Aber es gibt das. Aber ist strafbar bei uns. Also da ist die Diskussion sozusagen gelaufen. Es ist strafbar. Jawohl. Gut, machen wir hier mal einen Punkt. Thorsten, wie steht's mit unserem Gewinnspiel? Das-imperium.ch, ne, liebe Gäste, ihr könnt gewinnen 30 Minuten Gratis-Sex und natürlich einen Eintritt dazu in einen von unseren wunderschönen oder Herr Heidbrings wunderschönen Imperium-Clubs. Ne? Also überall, Globe, Westside, Ballas, History, Zwist nicht zu vergessen. Also drückt das Gewinnspiel, spielt mit. Und ihr könnt was gewinnen. Wir sprechen auch immer mehr Leute jetzt darauf an, ob das wirklich funktioniert. Ich sage ja, weil wir haben einen User zum Beispiel, ich kann natürlich den Namen jetzt hier nicht nennen, der hat jetzt schon öfter gewonnen, also den habe ich im Westside schon mit dem Glücksspiel gesehen, dann war der im Swiss jetzt schon mit dem Glücksspiel, jetzt hat er, glaube ich, im Globe gewonnen, hat er mir erzählt. Mhm. Der sitzt einfach im Zug, er fährt sehr, sehr viel Zug und ist dann nonstop am Drücken, nonstop am Spielen und deswegen gewinnt er eigentlich auch des Öfteren mal. Ne? Man muss dranbleiben. Ja. Es ist ja auch übrigens für einen Gast ein viel besseres Gefühl, sollte es sein,
dass eine Frau eben nicht unter Druck steht, die das macht, sondern er zahlt zwar, aber sie macht es dann freiwillig. Das, ja. Wenn ich nun als Gast irgendwo hin wollen würde, wäre das für mich ein viel besseres Gefühl, als wenn ich das Gefühl hätte, die steht irgendwie unter Druck. Und drum, diese ganzen Argumente, die jetzt sogar ganz breit auftauchen, man müsste jeden Gast wegen Vergewaltigung verurteilen. Gut, zu diesem Buch kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und das werden wir dann auch eingehend diskutieren. Das ist absolut idiotisch. Machen wir hier mal einen Punkt. Ja. Ich würde einen Satz gern noch anfügen. Etwas, was mich sehr positiv zur Zeit wenigstens stimmt in der Schweiz, ist, es gab einen Vorstoß, gekauften Sex zu verbieten im schweizerischen Parlament. Und letzten Sommer? Genau, ja. Das ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Da waren, glaube ich, 5% der nationalen Ständeräte dagegen. Das ist ein gutes Gefühl. Offenbar haben wir noch sogar vernünftige Leute in der Politik. Ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Valentin, an dich. Ich habe hier auch einen Absatz gelesen. Also, die Dame fährt also nach Rumänien, ist mit einem Taxifahrer unterwegs. Die diskutieren ein bisschen auch dann über Prostituierte. Und dann sagt der Taxifahrer, obwohl sie zwingen die Mädchen ja nicht, sie manipulieren sie bloß. Ist dieses Manipulieren auch Menschenhandel, Förderung zur Prostitution? Ich konnte ihm keine Antwort geben auf die Frage, was meinst du da dazu? Das ist doch Loverboy-Methode. Das wäre Loverboy-Methode oder so, wenn ein Loverboy seine Freundin praktisch unter Druck setzt. Du musst anschaffen, sonst gehe ich, sonst will ich dich nicht mehr. Was ist das? Nicht auf diese Nein, Art. So machen sie es ja nicht. Auf diese Art. Zum Beispiel Nein, die spielen die große Liebe vor, gemeinsame Zukunft. Und dann bauen wir ein Haus und dann so. Passiert irgendwann, ich ja, kann das die Rate nicht mehr zahlen für die Wohnung, ja. Was machen wir jetzt? Und dann sagt die Dame, ja, dann gehe ich mal ins Puff. Macht er sich strafbar? Es ist so, wenn du zwingst, ja. Machst du strafbar. Ist klar. Wenn du der Frau das Blaue vom Himmel versprichst, ist auch klar. Und sie macht es dann selber, weil sie sich so entscheidet, für meinen Loverboy mache ich alles. Ja. Dann fällt das wohl nicht drunter. Aber es gibt Grenzbereiche. Es ist auch das Recht, ist nicht einfach eine Guillotine. Da ist rot, da ist grün. Sondern es kommt dann, der Druck kann aus manipulativem Zureden aus allem Möglichen entstehen. Und da kommt es darauf an, wo das Gericht dann die Schranke sieht. Wichtig ist, die Frau, die unter Druck in irgendeiner Form gesetzt wurde, die kann zur Polente und kann sagen, hey, der Typ setzt mich unter Druck, und dann eröffnet die Polente die Untersuchung. Entschuldigung, die Polizei, die Gut. Untersuchung. Dann noch ein anderer Punkt, Thorsten. Es wird hier beschrieben, dass die Bordellbetreiber Sozialabgaben einziehen, ja. Und dann nicht bezahlen, sondern für sich behalten. Lassen Sie mich das wieder fragen. Also in Imperium-Clubs, ich sage da nur eins dazu. In Imperium-Clubs ist das nicht so, das habe ich gelernt. An anderer Stelle ist es vielleicht ein bisschen anders. Punkt. Okay. Das ist einfach, wenn ein Puffbesitzer so etwas macht, sagen wir, die Abgaben für Mehrwertsteuer und für Quellensteuer vor allem einzieht und dann einfach schön einkassiert, dann ist das natürlich eine Veruntreuung. Es ist, wenn er das systematisch den Frauen vormacht, kann es ein Betrug sein. Es ist auf, und dann ist es ein Verstoß gegen die Sozialversicherungsgesetzgebung, Verstoß gegen Steuergesetzgebung. Es ist dann einfach der Puffbesitzer, der sowas macht, macht sich ganz klar strafbar. Also da müssen wir gar nicht sagen, das sollte strafbar sein, das ist es schon lange. Gut, dann komme ich noch mal zurück auf den Chef vom Migrationsamt Bern. Er sagt, dass er in Diskussion immer wieder feststellt, dass sich die Leute nicht mit der Prostitution auseinandersetzen wollen. Ich zitiere ihn, was er gesagt hat. Wer sich wirklich vertieft mit Sexarbeit auseinandersetzt, hat plötzlich nur noch wenige Gesprächspartner.
Das ist möglich, weil... Ich glaube, das ist so. Ich habe euch alles gesprochen. Ich möchte jetzt lieber fragen, ja, klar. Was denkst du, wieso ist das so? Es ist natürlich ein tabuisiertes Thema, das ist ganz klar. Ich kann mit euch vertieft über diese Themata reden. Ich kann mit meiner Partnerin, mit meiner Familie und so weiter, kann ich da reden, weil die sind diese Themata gewöhnt. Meine Bürokollegen natürlich auch. Aber das ist nicht unbedingt ein Thema, das Smalltalk-tauglich in großem Umfang ist. Das ist so. Das ist so. Wieso ist das so? Das ist die Tabuisierung in der Gesellschaft. Ja, Tabuisierung. Aber wieso wird es tabuisiert? Da kommen ganz verschiedene Momente zusammen. Ja, bin ich jetzt gespannt. Mitunter kommen religiöse Momente. Zum Beispiel, nehmen wir an, du sprichst mit einem strenggläubigen Moslem. Im Islam ist Prostitution nur auf eine Art erlaubt, nämlich die Heirat für einen Tag. Du heiratest die Frau, nach einem Tag sagst du, ich verlasse dich, damit ist die Ehe geschieden. Das ist eine Art von Oberschichtprostitution, die zulässig betrachtet wird. Bietet sich aber in einem streng muslimischen Land die Frau an für Prostitution in dem Sinn, wie wir es kennen, dann kann sie mit Peitschenhieben und alles auch nach Koran bestraft werden, bis 100 Peitschenhiebe. Und dann ist die Frau entweder tot oder lebenslänglich verkrüppelt. Gut, aber unsere Moslem hier kommen auch in die Clubs. Die kommen natürlich gern und das ist klar, die sind nicht auch in diesem Sinn strenggläubig. Aber solche Elemente können mitspielen. Welche Elemente noch? Ja. Also wir haben jetzt mal die Moslems. Wir haben aber auch, sagen wir, ganz strenggläubige, auch christliche Leute, die einfach gegen Prostitution sind. Dabei, also nach meiner Meinung, hat auch Jesus Christus nichts gegen Prostitution gehabt. Und man kann sich fragen, ich bin kein Bibelexeget, aber wenn man sich anschaut, Maria von Magdala, da hat ja auch Jesus eindeutig sich dazu bekannt. Und ob sie nun vorher angeschafft hat oder nicht, wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall, da ist eigentlich eine gewisse Offenheit gegenüber dem. Bei ganz konservativen oder sogar sektiererischen religiösen Leuten kommt eher die Abneigung zur Prostitution zu gelten. Das ist etwas des Teufels und so weiter. Aber es gibt dann natürlich auch rein politische, gesellschaftliche Abneigung, sagen wir, im Moment die Vorstöße, um zu verbieten, die kommen immer von Grünlinks. Warum, weiß ich eigentlich nicht, aber alle von den bürgerlichen Parteien kommt eigentlich nichts derartiges, seltsamerweise von Grünlinks. Es ist vielleicht die alte sozialistische Auffassung, die auch etwa in der frühen Sowjetunion und so, Prostitution ist Ausbeutung der Frau, existiert also im Sozialismus gar nicht. Das mag auch im Gedankengut von Grünlinks heute noch mitspielen. Mhm. Also es ist vielfältig, es gibt auch familiäre Hintergründe, Leute, da sind die Eltern vielleicht absolut dagegen, aber Tatsache ist, gewisse Schritte werden bei uns schon gemacht auf Enttabuisierung. Auch diejenigen Institutionen, die direkt im Kontakt mit den Frauen stehen, die anschaffen, wie etwa Isla Victoria oder auch das FITZ und so, die sind gegen Verbote, die sind der Meinung, man sollte vor allem darauf hinwirken, Das Verbot ist etwas anderes als die gesellschaftliche Anerkennung, das stimmt. Das meine ich doch auch. Ja. Wollen wir noch schnell einen unbeteiligten Dritten fragen? Ich frage jetzt den Kameramann. Nein, wirklich, ist mir wichtig. Was denkst du, wieso man nicht gerne über Prostitution spricht? Ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass man schon damit aufwächst, dass die Prostituierte nichts Gutes ist an sich. Also sprich, ich darf das, glaube ich, nicht sagen. Du bist damit aufgewachsen. Warum ist die Prostituierte nichts Gutes? Aber Sven, schauen wir uns mal anders an. Um die Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen ausholen. Ja. Wann kommt
ein Kind, das ist jetzt, ich aufpassen, ich gehe jetzt nicht den falschen Weg, aber wann kommt man das erste Mal in Berührung mit dem Thema Prostitution? Dann, wenn man als, ich sag's jetzt, man kann es auspiepen, als Nuttensohn bezeichnet wird. Oder deine Mutter ist eine Nut. Das ist ja der erste Punkt, den man überhaupt irgendwo mal etwas hört von Prostituierte, Nutte, was auch immer. Aha. Das heißt, aber obwohl es anders gemeint ist bei diesem natürlich, Ausspruch. Natürlich. Weil dort ist eine Frau gemeint, die einfach mit jedem schläft. Gut, aber das ist ja... An sich genau. Aber das Geld ist dort nicht das Kriterium. Nein, aber dieser Ausdruck geht ja früh los schon. In der Schule geht es schon los. Gut. Haben wir jeder schon mal, haben wir alles also schon das mal kann gehört. Dann ja machst du weiter assoziieren. Mit deiner Ausführung. Man kann ja das ja nicht positiv assoziieren. Nutte, Prostituiert. Das heißt, man wächst dann auf. Und dann, was meine Meinung dann mit einspielt, ist, wie Ingo ja schon gesagt hat, man hört ja nie was Neutrales oder Positives darüber. Aber es wird doch sonst... allgemein wird doch auch viel über negative Themen diskutiert. Zum Beispiel? Krieg. Assoziiert man ja auch nicht positiv. Aber dort wird darüber diskutiert und er sagt ja gerade, dass man über das Thema Prostitution nicht gerne diskutiert. Das ist ein Riesenunterschied, das meine ich. Aber weil auch wenn es negativ ist, wie andere negativen Sachen. Ich meine, bei uns in den Zeitungen, in den Medien, kommen ja fast ausschließlich negative Sachen vor, weil sich die einfach gut verkaufen. Sich besser. Mhm. Und ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wieso über die Prostitution nicht gerne diskutiert wird. Sie ist negativ behaftet, auf jeden Fall. Es gibt dort nur eine wahre Antwort. Also sobald man sich ausspricht, wie ihr, für die Prostitution, ist das einfach gesellschaftlich falsch. Von den meisten angesehen, auch wenn es nicht stimmt. Ja. Die Diskussion kann gar nicht stattfinden, weil die Leute, aus persönlicher Erfahrung, die Leute kennen nur das Bild, was sie vermittelt bekommen von den Medien. Das heißt, wenn man richtig, sich also sie werden manipuliert von den Medien. Ob das jetzt manipuliert ist, aber sobald man sagt, es ist nicht so, es kann auch anders ablaufen, widerspricht man ja dem Weltbild, was sie schon seit eh haben. Ich sage nicht, die Prostitution ist gut. Das habe ich mit keinem Wort in keiner Sendung gesagt. Ich habe nur gesagt, mir gefällt das Geschäftsmodell Sex gegen Geld. Aber das ist ja die Prostitution. Es gefällt mir. Ich habe nicht gesagt, sie ist gut. Weil ich weiß genau, was alles Schlechtes auch daran hängt.